Vers 4. Der Blütenstempel Gokulas, jenes ewigen Reiches, ist die hexagonale Residenz Krishnas. Die Blütenblätter sind die Wohnorte der Gopis, die als integrale Teile Krishnas ihm voller Liebe hingegeben und an Essenz ähnlich sind. Diese Blütenblätter gleichen unzähligen Wänden und erstrahlen in einzigartiger Herrlichkeit. Die ausgebreiteten Blätter des Lotus sind das gartenähnliche Dham, das spirituelle Reich Sri Radhikas, die Krishnas Liebste ist. Erläuterung: Das transzendentale Gokula hat die Form eines Lotus. Die ewige Welt gleicht einem hexagonalen Diagramm, in dessen Mitte sich die Wesenheiten Sri Radha Krishna befinden, die dort in der Form eines aus 18 transzendentalen Silben bestehenden Mantra erscheinen. Radha Krishna sind umgeben von ihren direkten, von der Chit-Energie manifestierten persönlichen Emanationen. Sri Radha Krishna ist die urerste Ursache, der Same selbst. In der Gopala Tapani Upanishad heißt es: Omkara steht für den allmächtigen Gopala und seine Kraft, und Klim ist das gleiche wie Omkara. Somit steht der Kama Bija, das heißt die urerste Ursache allumfassender Liebe, für die Wesenheiten Sri Radha Krishna.